Burschenschaftsverein Putzbrunn wurde 1893 gegründet, sodass er heuer sein 125-jähriges Jubiläum feiern kann. Pausiert hat er lediglich während des Regimes der Nationalsozialisten, wurde aber schon 1950 wieder zum Leben erweckt. Mitglied im Burschenverein können nur unverheiratete Burschen werden, die älter als 16 Jahre sind. Derzeit hat der Burschenverein 39 Mitglieder und es sieht so aus, dass die Mitgliederzahl weiter steigen wird. Denn immer mehr jungen Leuten liegt die Pflege der Tradition und des Brauchtums am Herzen. Zum heutigen Jubiläum haben sich 70 Vereine mit mehr als 1500 Leuten aus Putzbrunn und der Umgebung angesagt. Lassen Sie uns den Festumzug und den Festgottesdienst gemeinsam genießen. Gedanken. Wir freuen uns darüber, dass Gott uns durch unser Leben begleitet. So lasst uns den Herrn anrufen und sprechen: Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Du hast uns geschaffen zur Begegnung mit dir und untereinander. Wir loben dich. Wir preisen dich. Du verbindest uns, wo wir in Gemeinschaft leben, und lässt uns deinen Schutz erfahren. Wir loben dich. Wir preisen dich. Gott, unser Vater, du hast uns berufen, füreinander da zu sein. Und miteinander erfahren wir Freude und Sinn.
Traditionsverein gehört eine Fahne. Anlässlich eures Festes habt ihr sie restaurieren lassen. Toll schaut sie aus. Putzbrunn ist drauf zu sehen und der heilige Georg als Patron der Bauern, Pferde, des Viehs und des Wetters. In die Ecken der Fahne hat man damals vier Begriffe eingesteckt, auf die Herr Stocker und ich jetzt ein bisschen eingehen wollen. Es sind Heimatliebe, Fleiß, Frohsinn und Religion. Als erstes Heimatliebe. Heimat ist politisch gesehen ja gerade ein etwas heikler Begriff, doch das wäre für heute ein zu großes Thema. Ich würde für heute einfach so sagen, Heimat ist, wo ich mich wohlfühle. Die Feste sorgen für Abwechslung. Eure vereinsinternen Ausflüge stärken Freundschaften und der schon erwähnte Maibaum macht allen Freude. Der Begriff Fleiß steht auch auf der Fahne. Den habt ihr wahrlich gezeigt, sonst hättet ihr dieses Fest nicht vorbereiten und aufbauen können. Die Organisation und vieles andere mehr, was Fleiß erfordert. Und da hat es sicher auch zeitweise Stress und Zeitdruck gegeben, über der in der biblischen Lesung gehörten Martha. Eigentlich ein schönes Vereinsziel, dass Menschen froh werden. Und froh wird man nicht nur beim Garten oder beim Wein- und Weißbierfest. Froh ist man, wenn man gute Freunde und Freundinnen hat und im Burschenverein entstehen Freundschaften fürs Leben. Froh ist man, wenn man sich in einer Gemeinschaft aufgehoben weiß, wenn man weiß, man kann sich aufeinander verlassen und man hält zusammen, auch in schwierigen Zeiten. Weil christlicher Glaube, der gehört bei euch dazu. Und ihr drückt das bei vielerlei Gelegenheiten ja auch aus. Beim heutigen Jubiläum war euch der Gottesdienst schon sehr wichtig. Und das freut nicht nur uns. Im Gegensatz zum Zeitdruck bei der Vorbereitung eures Festes ist es jetzt beim Gottesdienst wichtig, in dieser Stunde vielleicht etwas zur Ruhe zu kommen. Insgesamt soll so die Tradition ein Sprungbrett sein, aber kein Ruhekissen. Wir möchten euch am heutigen Tag deshalb dazu ermutigen, fröhlich in die Zukunft zu springen, weiterhin eure Gemeinschaft zu pflegen und weiterhin Gutes für Putzbrunn zu tun. Und wir wünschen euch dazu Gottes reichen Segen. Amen. Im Namen des Burschenvereins möchte ich an unsere neue und wunderschön restaurierte Fahne ein neues Trauerband anbringen. Da das Alte seine Dienste geleistet hat und das Neue die Toten zur Ehre halten soll. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.